Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Info Thüringen. Wir ernten jetzt auf Feld 38. Wir haben die Vorgewände jetzt fertig. Hoffen, dass wir jetzt eine Reihe kriegen. Eigentlich richtig. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Noch jetzt weiterarbeitet. Ups. Oh, Staub. Richtig gesund, der Staub. Wir müssen den Schwarz ein bisschen vorarbeiten lassen. Der Schwarze. Nur wegen der Farbe, das Metrische, ne? Hat mit dem Fahrer nichts zu tun. Ah, 3000 Zimmer. Sie ein bisschen Vorlauf lassen, um die 100 Meter ungefähr. Warm. Wow. Drücke sie überhaupt in den Kühler. Entschuldigung, bisschen laut. Also ich bin jetzt eigentlich wieder ein bisschen lauter zu hören. Ich habe ja in der ersten Folge kurz mal reingehört. Ja. 105. So muss das sein. So, und gleich Abfahrer schnappen. Wo ist er? Husch. Weg, ihr Vögel. Was so weit. Elk hat das ja hier. Da. Scotty, nimm mich rüber. Jo, hat er gesagt. Jetzt bin ich gespannt, ob die beiden jetzt miteinander klarkommen. Weil vom logischen her müsste er jetzt die zweite Bahn nehmen. Aber das ist schon logisch, ne? Glaubst du, die tun sich jetzt nicht weh? Ja, das habe ich gedacht. Da müssen wir den ein bisschen mehr Vorlauf lassen. Das kann daran liegen, dass ich einen Kurs so berechnet habe, 9, dann ist was kaputt. Mal reparieren. Schneidwerke.
Der macht dann eine zweite Runde, das ist gut. Dann muss ich den ersten. Den ersten Fahrer bevorzugen erstmal. Das PKW. Aber der ist auch fast voll. Weil er aktuell genau in der Frucht steht. Oh, da fährt durch den Laternenpfahl. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso eingreifen. Und zwar, weil der zurückfährt. Normalerweise nicht. Wieder in die zweite Bahn. Lass ihn mal machen, ne? Sonst kommen wir jetzt nicht ran, dass er dann noch kocht. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag zur zweiten Folge. Leider das Wochenende wird zu Ende. Für mich auch. Ich habe noch 3 Wochen als Urlaub. Aber ich denke mal, das kriegen wir in der Reihe, dass wir das hier genauso weiterziehen. Dass man es nicht merken wird. Wird halt 2, 3 Folgen. Ja, wo er jetzt hin, ne? Wo willst du jetzt hin? Hey, wo ist mein Besen? Wo kann ich den Besen fressen? Jetzt kommt er zurück. Ach, das kann sein. Ja, okay. Seht so. Was will er mir damit sagen? Was? Ah, das kann sein. Das, wie gesagt, ist. Ich muss jetzt beim Roten eingreifen. Das ist ja so voll. Das im Feld geschuldet, dass das so dass es nicht nur südkrieg ist, sondern einfach so willkürlich ist, wie es halt so normalerweise ist. Nord-Süd ist ja eigentlich normalerweise nicht üblich, auf dem Feld zu arbeiten nach Kompass, sondern eher nach Grenzen, wem was wo gehört. Machen wir den schwarzen leer, dann kann er weiterarbeiten. Da hat er ein bisschen Vorsprung, also im Prinzip eine Bahn Vorlauf. Lass ihn mal.
Entschuldigung. Ja, das ist wieder voll. Steuern immer beiseite hier, einen hohen LKW. Oder? LKW? Wir fahren immer weg und dann nehmen wir LKW. Im Grunde wollte ich mal so einen Überladerwagen nehmen. Dass der nur die Strecke abfährt, wenn er voll ist. Nur eine. Beim nächsten Mal. Die Vögel singen hier schön. Also die Maschine hört nicht daran, dass ich zwei weg bin. Da tauchen die Vögel aus dem Nichts. So. Nehmen wir LKW. Ey, saftige Kugel. Hier geht ein bisschen mehr rein. Geilen Sound, ne? Unkraut ist weg, beziehungsweise abgestorben. So, die war ja auch Richtung Schwarz. Ja, richtig Bodennebel hier, würde man so sagen. Bevor da wieder eine Frucht reinfährt. Nur Probleme. Ich glaube, der hält aber an. Jo. Chiptuning, also den Namen kommt, weiß ich auch nicht. So, jetzt fährt der hoffentlich eine zweite Spur. Falls ich den roten jetzt fahren lassen würde, würden sie wieder blockieren. Ah, nicht gut. Dann muss ich mit dem roten ein bisschen warten. Naja, muss ich. Werden wir schon mal die Ausfahrt vorbereiten, ne? Da richtig, das heißt, da stellen wir rein auf Raps. Ja, nicht vergessen. Oh, der Zaun, ne? Deckt der Zeiger mal aus hier. Brauchen wir ein bisschen Dünger, ein bisschen Saatgut. Machen wir die Ruder auf.
Wenn der nicht so genau den treffen. Ist immer schwer zu treffen, wo man jetzt, oh, da den Pokémon jetzt drücken. Bei Kurzer geht besser, der hält dann an, ne? Der weiß das irgendwie. Wie gesagt, ich muss noch ein bisschen vorbereiten, dass wir nachher voll loslegen können. Ja, das sind wir vielleicht 60 Ernten, muss hier wieder die Saat rein auf den 38. Denke zu. Schauen, ob wir den Übergang hinbekommen. So, mal kicken, ob wir das hinkriegen. Über Terraforming hier den, nee, da, den anders hinzukriegen, das kriegen wir hierüber nicht. Ja, da nicht. Ich weiß nicht genau, wie weit das hier mein Land geht. So, ach, zu weit. Alles so, genau das gehört mir nicht. Und da bringt es nichts. Gut. Können wir es nicht ändern. Jetzt wird man hier ein bisschen angleichen können. Jetzt ist der schon mal vorweg. Jetzt können wir eingreifen. Jetzt können wir den Roten arbeiten lassen. Ist das Ding kaputt? Eye Tracking. Scheint so. Jetzt fahren wir runter. Aber wirklich. Oh ja. Da hören wir es, den Grund. Hat sie sich deaktiviert. Eye Tracking. Das war soweit. Ja, wo ist er denn? Ich will so viele Fahrzeuge. Da haben wir es. Dann nehmen wir gleich Engen gleich mit, bevor wir die anderen Bahnen machen. Das sind die Ecken, die normalerweise erst am Anfang genommen werden, worden wären. Quietsch. Deswegen haben wir anfangs die Runde nochmal gefahren. So. Durch ein Haus nochmal das große Feld, ne? Das größere Felder.
So, jetzt können wir den Kollegen einstellen. Hoffen mal, dass er kein Mist baut. Ja. Wieso? Wie fährt der andere eigentlich? Links oder rechts? Oder Zug? Der fährt links. Warum links? Wir müssen rechts fahren. Wieso verstellt er sich alleine? Technik. Nee, arbeiten. Auf der Bahn sollst du jetzt arbeiten, nicht woanders. Nee. Ein bisschen mehr Sicht haben wir auch. Wo will der hin? Das ist eine jetzt flyerhafte. Aktuell Wegpunkt. Ist passender Wegpunkt. So, möge das schon anhalten, ne? LKW, wo ist der LKW? Weil ja die Brüder sowas von freundlich miteinander sind, muss man sie ja entsprechend immer Vorlauf lassen, sonst ist das ja ein Problem. Ja, wie sollte ich das bitte schon machen jetzt? Mittendrin ist nur blöd. Normalerweise fährt er ein bisschen aus, bereit fahren kann.
kalt. Aber das passt, Bruder, ja, machen wir aus. Und die Folge ist zu Ende, sag ich mal gleich. Dann sag mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Und hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Tschüss, dann sag mal winke, winke. Ciao.